So, läuft doch, klasse. Der heilige Bulle hat gesprochen, ein Machtwort hat mit seinen machtvollen Hufen die Erde erzittern lassen. Blitz und Donner fuhren hernieder und haben einen feindlichen Apostel getötet. Ein Naturspektakel und ein spirituelles Spektakel vom Feinsten. Unsere Gebete wurden erhört und Eleonore weint sich nächtens jetzt in den Schlaf. Har, har, har. So male ich mir das aus, das, was in ihrem Palast jetzt immer stattfindet. Willkommen zum Let's Play Mittelmali bei Civ 6 auf Gottheit. Natürlich auf Gottheit. Religiöse Spektakel hier müssen auf Gottheit gespielt werden. Ei, was machen wir denn hier? Wir wollen hier zum Beispiel uns Weizen holen. Dann wollen wir schauen, ob wir den Weizen jetzt das erste Mal haben oder das zweite, dritte, vierte, fünfte, fünfte Mal und ob wir den verscheuern können. Wir haben davon sehr, sehr viel. Wir schauen mal. An wen wir den verhökern. Moment mal, das ist der erste eigene. Da stand plus zwei durch Spielboni. Kann das sein, dass wir den anderen Wein bekommen von unseren Stadtstaaten? Das wäre alles Jerewan. Wir sind nur in Jerewan sozusagen. Dann müssten hier zwei Weinvorkommen sein. Nein, wo sind denn die anderen Vorkommen? Da stand doch durch Spielboni plus zwei. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Also hier oben haben wir einen Wein. Okay. Wir Wein durch irgendwas anderes bekommen? Habe ich mich gerade völlig verguckt? Ich bilde mir das doch nicht ein, oder? Hier steht bei Ressourcen. Beim Wein. Spielboni plus zwei. Das heißt normal... Das heißt normalerweise Stadtstaaten geben einem plus zwei. Wir waren bei mehreren Stadtstaaten so zu rennen, die vielleicht früher uns Wein geliefert haben. Hier, tatsächlich. Nein! Das sind Relikte von... Das ist ein Bug. Das ist ja ein Ding. Ich habe live, wir haben live in einem Let's Play einen Bug entdeckt. Wir hatten den Wein hier bekommen von Komasi. Der Stadtstaat wurde erobert. Und jetzt steht hier immer noch in unserer Ressourcenliste drin, wir würden über diesen Wein immer noch verfügen. Und ich wette, das betrifft auch noch einen anderen Stadtstaat, wo es auch Wein gab. Oder sind beide Weinvorkommen hier? Nein, das ist einer. Maskat, auch Wein, aber da waren wir doch niemals. Maskat ist auch unabhängig. Also irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier ganz absurd faul. Bekommen wir, ach, oder importieren wir Wein? Nie und nimmer. Haben wir irgendeinen Religionssatz, warum wir Wein erhalten? Nein. Ich komme nicht dahinter. Also, dass der eine Wein, den könnte ich mir erklären, dass es hier ein Fehler ist, dass wir in Komasi, uns mit Komasi so gut standen. Aber waren wir doch zu zerrennen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Naja, wollen wir uns da mal nicht verzetteln? Ich komme echt nicht dahinter. Also, falls es einer von euch weiß, bitte mal posten. Ich vermute mal, ich weiß jetzt nicht, wann ich das nächste Video aufnehme, ob ich da sofort darauf reagieren kann. Aber ich werde mein Bestes geben. Es ist die Frage, ob wir den Wein überhaupt verhökern können. Ein Wein. Wir können ihn verhökern, wir werden immer blöd. Uns wird nur ein Wein gut geschrieben. Also irgendwas stimmt da nicht. Sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ich verhökere irgendwie zum Augenblick auch nicht die Gunst. Ich warte erstmal ab. Das entscheiden wir kurz vor dem Zeitaltersprung, ob wir die Gunst eventuell nochmal verscheuern, um uns dafür einen Handwerker zu kaufen, bevor der Handwerkerpreis wieder hochschnellt beim Zeitalterwechsel. So, hier die wollten wir ja jetzt ein bisschen reparieren und das machen wir wie folgt.
Einmal hier hin. Einmal heilen. Der ist nicht ganz geheilt, die anderen sind dagegen topfit. Mit den drei Herrschaften könnten wir jetzt runtereilen und hier mal die Kollegen ein bisschen in die Mangel nehmen. Der ist kein Disputant. Und mit drei Angriffen, 3 bis 4, kriegen wir den Kleinen. Wie viele Ladungen hat der noch? Volle 5. Der hat noch 5 Ladungen. Den würde ich mir gerne holen und vielleicht können wir hier unten auch noch was aufräumen. Wir rennen mal runter. Irgendwo rechts, erinnert ihr euch, da lief auch noch ein anderer Apostel umher. Der war verwundet. Mit dem ziehe ich mal in die Nähe der heiligen Städte. Zwecks Heilung. So, Weg wiederholen. Wohin lief der denn vorher? Was war denn Weg wiederholen? Jerewan brachte uns 10 Gold und brachte uns Bullismus und einmal Religion. Ich lass die Auswahl mal auf, stell die mal auf Gold um, dass sie nach Gold sortiert werden. Wir stellen fest, ja, wir könnten auch zu Eleonore rüberlaufen. Damit würden wir uns allerdings den Buddhismus einfangen und würden 2 Gold mehr bekommen. Wir könnten nach Willimapu rennen, zu den Mapuche. Das bringt auch 12 Gold, bringt einen Wissenschaftspunkt und bringt uns wieder was Fieses. Judentum, entschuldigt bitte. Aber hier im Spiel ist das Judentum für mich was Fieses. Dann hätten wir hier noch die Kambodschaner direkt um die Ecke. Das wäre... Ach, Moment mal. Wir wollen ja auch Straßen bauen. Wie wär's denn mit runter Richtung Bologna? Was bringt uns denn das hier? Ist das überhaupt in der Liste drin? Nee. Dann hätten wir hier eine Straße gebaut. Das wäre nicht doof, ne? Wo ist der denn überhaupt? In der großen Wiege. Wisst ihr was, wir schauen mal in der, dazu ist das doch da, in der Handelsweg-Übersicht bei den verfügbaren Wegen nach und ignorieren die internen Handelsrouten, habe ich schon oft erklärt, warum. Das macht mit uns Mali keinen Sinn. Oh Gott, sind das mittlerweile viele mögliche Kombinationen, weil wir halt so viele Städte haben. So, Tourismusbonus und mehr diplomatische Sichtbarkeit gegenüber den Khmeren. 12 Gold, 13 Gold, Süßrauch. Nach Prea Viher. 13 Gold ist viel. Bullenkraut auch. Hm. Ja, das könnten wir machen. Wir könnten von hier aus hier so quer rüberziehen. Da oben hin. Dann hätten wir die Straße gebaut. Das wäre eine Möglichkeit. Schaut mal hier. Zentraloase nach Kampong. 15 Gold. Von dort oben. Also... Ich zahle lieber ein bisschen Gold mehr, weniger, kassiere ein bisschen Gold weniger, bleibt einfach eine Straßenverbindung hier runter. Also Richtung Bullenkraut finde ich schon klug. Wir gehen auf jeden Fall nach Bullenkraut runter und ziehen von dort eine Straße hoch. Es gäbe auch Straßen nach Schaka, nach Bologna hin. Oh hier, Zentraloase nach Bologna, genau 20 Runden, das wäre doch perfekt. Zentraloase hier runter. Bis Bologna hätten wir hier auch eine Straßenverbindung, können wir auch machen. Das machen wir. Ja, und bekommen einen Wissenschaftspunkt. Das heißt, wir schnappen uns unseren Händler und sagen ihm, geh mal bitte rüber nach Zentraloase. Hier kommt eine Mine hin. Wird sie auch brav genutzt. So ist es gut. 4 Gold mehr. Hier eilen wir schon mal empor Richtung Sumpflande. Und
bitte einmal Pause machen. Hier entsteht jetzt ein Suguba. Oh, hier können wir viele schöne Dinge machen. Brauchen wir erstmal eine Weide. Ja, das wird ganz knapp können wir uns hier eventuell gleich durchschlängeln. Moment mal, nein, wir kommen hier nicht rein. Das ist alles Brüssel-Territorium, wir können mit dem nicht durchziehen, das gibt's da gar nicht. Kann er denn schwimmen? Auch nicht. Wir können auch noch nicht schwimmen gehen mit unseren Einheiten. Na, das ist ja ein Ding. Hier durch die Gebirgskette können wir nicht durch, durch Fes können wir auch nicht durchgehen. Irgendwann können wir mit unseren Einheiten sicher wassern. Ermöglicht allen Landeinheiten das Wasser. Der Schiffsbau, den wir sonst überhaupt nicht bräuchten im Moment. Ob ich den extra für die große Persönlichkeit mir hole, da bin ich doch sehr, sehr... Das glaube ich nicht so wirklich. Da hilft nur der Weg zurück. So, und hier können wir jetzt noch ein bisschen weiter... Wir gehen hier ein bisschen gucken. In alle Richtungen. Was ist denn hier? Oder na, das sind glaube ich so, genau, das ist ein geothermischer Riss. Da kann man in der späten Spielphase ein Geothermiekraftwerk drauf errichten. Und das gibt's da gar nicht. Hier ist der Rhein. Ei. Wer hätte das gedacht? Der Rhein liegt direkt neben unserem Mali-Reich. Wieder was klüger geworden. Alternative Geschichte und alternative Geografie werden hier geschrieben. Wir haben einen neuen Kontinent entdeckt. Rodinia heißt er. Sodele. So, so. Mehr Wohnraum hier bitte. Nächste Runde auch ein weiterer Bürger. Gucken wir uns dann an. Die brauchen Annehmlichkeiten. Wie sieht es denn insgesamt aus? Mit Glück und Zufriedenheit. Ach, das geht doch. Zufrieden bis glücklich. Gibt Schlimmeres. Ja, und hier hatte ich ja gehofft, wir könnten hier links durchziehen. Aber ich habe das Gefühl, wir verzetteln uns völlig. Das machen wir mal anders. Wir ziehen... Ich habe das satt. Wir ziehen ja, solange wir hier noch... freie Durchfahrt haben, will ich hier mal nach rechts und alles mal endlich aufdecken. So, jetzt haben wir, wann ist der Zeitalterwechsel? Aber noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch 171 Gold, 159 Glauben. Wenn wir hier noch einen Handwerker dazu kaufen, und wir bräuchten dringend Apostelersatz. Ich weiß, ich kann genauso mit derselben Gründung auch Handwerker kaufen. Aber wenn... der Apostel 290. Ich verschiebe die Entscheidung mal um eine Runde. Was macht der Apostel hier? Kilma Kisivani. Ah, der zieht uns entgegen. Ein Weltwunder ist fertiggestellt. Den könnten wir erwischen. Oh la la, hier sind Barbaren. Alle Gesellen in einem Handwerk, in dem nie jemand Meister wird. Das ist schön, unsere Minen produzieren eine Produktion mehr, zumindest theoretisch. In der Praxis bei den meisten Bauprojekten, ihr wisst es ja, 30% von einem weniger, also nur 0,7 Produktion. Da haben wir Mali halt einen Malus. Industriegebiete können wir jetzt setzen. Was jetzt nicht, normalerweise liebe ich die bei unseren Mali, sind die so bedingte sinnvoll. Und Werkstätten darauf platzieren. Der zieht, der nähert sich der Dschungelfluss. Und kriegt jetzt eine absolute Ladung ab. Weltwunder von Balshaka fertiggestellt. Und ich würde jetzt gerne gehen nach... Hier. Schießpulver. Wegen den Musketieren. Damit wir unsere Schwertkämpfer... zu Musketieren upgraden können. Natürlich brauchen wir irgendwann auch Universitäten, aber im Augenblick, solange wir noch nicht mal Bibliotheken haben. Pikeniere wären auch was Feines. Über Staudämme könnte man nachdenken und so weiter und so fort, aber bei der Nähe von Eleonore, nur mit Armbrustschützen, ob das reicht zur Verteidigung? Ich glaube, wir sollten unsere Schwertkämpfer, von denen haben wir, glaube ich, 5 Stück, die sollten wir in Musketiere schnellstmöglich aufleveln. Außerdem bekommt man auf dem Weg dorthin aufgedeckt, wo Salpeter ist, eine interessante
Ressource auch für die Wirtschaft, die man auch wirtschaftlich nutzen kann. Und so weiter und so fort. Wir machen das mal so. Irgendwas muss man ja machen. Man muss sich mal entscheiden. Und nun, Suguba steht, nächster Schritt wäre der Bau oder der Kauf eines Marktes. Ja, ich baue mal das Monument. Das geht schön schnell. Wohnraum bekommen wir hier auch durch einen Bauernhof hier zum Beispiel. Und vielleicht hier noch welche. Und den Markt kann man nachher auch kaufen. Den können wir sogar mit Glauben kaufen. Der kostet 380 Gold. 190 Glauben. Also das ist auf jeden Fall klüger als hier 18 Runden waren es, glaube ich, zu produzieren. Eisenhügel, Stadtmauern fertig. Das ist gut. Kommt genau im rechten Augenblick, falls Eleonore, man weiß es ja nicht, es wirklich faustdick hinter ihren hübschen Öhrchen hat. Wir können jetzt Suguba weiterbauen. Dauert stolze 20 Runden. Und von hier aus wollten wir zu den... wir wollten zu Shaka und seinen Zulu. Aber ich mach mal spaßeshalber, lasse ich mir auch das mit dem Gold mal anzeigen. Ja, hier, 15 Gold, wow. Aber schaut mal, jetzt sehen wir auch genauer, wie die Straßen verlaufen würden. Ja, da wollten wir hin. 13 Gold, Süßrauch ist angeschlossen und von Süßrauch ist die Verbindung nach Bullenkraut einfach, aber Moment mal. Die Straße führt durch Jerewan durch. Im Augenblick noch kein Problem. Aber wenn der Suzerainstatus wechseln würde, wäre auch die Straße weg. Das ist doof. Aber jetzt aber 20 Runden ist andererseits perfekt, ne? Moment mal. 20 hin, 20 zurück. 10 wäre perfekt. 20 Runden ist das Optimum. Grrr. Jetzt denke ich mal kurz, ich check mal, wie schnell das, wie lange es dauern würde, von Buddenkraut nach Kampong 2 hochzugehen. Ich könnte auch Felder zählen, aber ich mache das mal hier rüber. Hab ich die gerade überschlagen? Die Stadtstaaten, das ist Lautaro, das ist die doofe Eleonore, das sind die Zulu, ach hier ist es, genau. Also von Bullenkraut aus nach Kampong 2 zum Beispiel. Ja, 12 Gold, 15 Runden, das heißt, es werden 10 Runden gespart und hätten schneller eine Straße. Ja, da ist auch die Frage, wo lang führt diese Straße denn? Führt die dann, durch welches Territorium führt die dann? Ich teste das mal. Ich ziehe den mal runter nach Bullenkraut und dann gucken wir mal. So, wir brauchen auf jeden Fall Handwerker hier links, da haben wir noch gar keine. Den wollten wir hier hoch. Einmal Weizen bitte. Und was können wir mit ihm Schönes machen? Vieles. Hier könnten wir ein Sägewerk bauen. Oder lacht, da mal einen Boost bekommen.
wird noch roden können, aber man kann vieles begründen. Hier würde ich schon gerne, das wäre cool, ein Sägewerk am Fluss. Bringt sogar plus 2 Produktion. Die kommen echt nicht rein, ne? Nee. Ein Apostel. Da oben mal gucken gehen. So, jetzt ist hier... Den können wir ignorieren. Der müsste erstmal über den Fluss und ist auch nicht so fix. Bekommen wir den... Kommen wir an den ran. Wir könnten den schon mal ein wenig knechten. Wenn er wirklich nach links zieht, können wir ihm den Weg abschneiden. Schwer. Wir können es versuchen. Gibt es woanders noch Apostel oder Missionare? Hier unten waren etliche Missionare. Waren, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Seht ihr woanders religiöse Einheiten? Hier ist ein Apostel, klar. Oh nein. Och nein. Wie ärgerlich. Jetzt habe ich den aktiviert, habe mit links irgendwo hingeklickt. Jetzt ist er völlig unsinnig gezogen. Wie mich sowas ärgert. Wahrscheinlich hat er noch einen Bewegungsbefehl. Irgendwo. Ach, das ist ja so ärgerlich. Das passiert mir so oft, dass ich eine Einheit aktiviert habe, mit links irgendwo hinklicke, wenn ich die Karte ziehen will und das als Klick interpretiert wird vom Programm. Das ist wirklich richtig, richtig ärgerlich. Der, kann der hier aushalten oder muss der ein Feld weiter in die Mitte? Ja. Der ist nicht mehr der Allerschnellste. Eine Mine bitte. Bringt jede Menge Gold. Jetzt haben wir schon 152, sind wir schon im Plus. Was gibt es hier zu entdecken? Im Osten. Noch ein Vulkan. Meine Güte, es sind hier viele Vulkane. Der sammelt die geradezu. Der Mapuche. Anführer Lautaro. 3 Stück haben wir hier gezählt, glaube ich, ne? Hier ist einer. Doch, das ist einer. Und hier ist schon wieder einer. Und ein Weltwunder entsteht natürlich auch schon wieder. Die verbotene Stadt. Eines der coolsten Weltwunder des Spiels überhaupt. Bringt auch, glaube ich, einen Jokerplatz, oder? Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie man eine Regierung damit boosten könnte. Naja. Ihr Lieben. Jetzt habe ich schon 1 Uhr in der Nacht. Schaut mal rechts oben auf meine Systemuhr. Ich nehme das hier auf in der Nacht nach meiner Reise. Also in eine Nacht später und ich glaube, ich verziehe mich mal ins Bettchen, denn am Abend desselbigen Tages habe ich ja meinen Anno-Stream. Ich wünsche euch was, liebe Grüße, alles Gute, bis dann, tschüss.